Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um Crossplay und um das Clubsystem, denn das steht ein bisschen in Verbindung. Und warum heute ausgerechnet das Video um Crossplay? Es sind nämlich neue Details ans Licht gekommen, die ein bisschen Klarheit bringen sollen, gerade für die Leute, die Angst haben. Wenn ich über Crossplay gesprochen habe, haben sehr viele immer kommentiert, ich habe keinen Bock auf Crossplay, ich habe keinen Bock als Consolero gegen PC-Spieler zu spielen. Viele hatten Angst, dass man das nicht deaktivieren kann und so weiter. Ein bisschen Klarheit möchte ich in diese ganze Geschichte bringen, in Verbindung mit einem Clubsystem. Ich habe bewusst über dieses Clubsystem, was schon eine Weile bekannt ist, nicht gesprochen. Es ist mehr oder minder jetzt klar, dass das Crossplay und das Clubsystem in einem Paket kommt im Herbst. Das möchte ich nochmal betonen. Wir werden davon ausgehen können, dass es in Season 7 wird, denn Start von Season 6 ist noch im Sommer, möglicherweise frühestens in Split 2, was ich aber nicht glaube. Fakt ist erstmal, wenn du als Konsolenspieler keinen Bock auf PC-Spieler hast, wirst du nicht mit PC-Spielern connected. Wenn du an deiner Einstellung, sobald Crossplay aktiv ist oder im Spiel ist, nichts änderst, connectest du nur auf deiner Plattform. Du kannst einstellen, ob du nur mit Konsolenspielern connectest, also Xbox. Ob man Switch extra einstellen muss, weiß ich noch nicht, weil ich bin der Meinung, wie viele andere auch, dass du selbst als Switch-Spieler benachteiligt bist, wenn du gegen Xbox oder PlayStation-Spieler spielst. Das ist erstmal Fakt. Natürlich kann man auf der Switch auch mit dem Controller spielen. Ganz wichtig ist aber, erst wenn du einen PC-Spieler in deine Lobby zum Beispiel einlädst, erst dann bist du in einer PC-Lobby. Das ist ganz wichtig. Es soll möglich sein, Ranked zu spielen, Duos und so weiter, die ganzen Events. Das soll alles im Crossplay möglich sein. Das zum Crossplay im Allgemeinen. Es muss keiner wirklich Angst haben, wer keinen Bock hat auf PC. Es sagen auch viele, es sind viele Cheater auf PC unterwegs. Es ist tatsächlich so. Mittlerweile kann man aber auch ganz gut auf der Konsole cheaten, wenn dir an deinem Controller so ein schwules, sorry für den Ausdruck, für so ein Strikepack an deinen Controller machst und dann dieses Strikepack eigentlich deinen Rückstoß kontrolliert, ist das für mich genauso Cheaten. Hacken geht ja mittlerweile auch wenn das viele immer noch nicht so richtig wahrhaben wollten. Selbst nach meinem Video suchen Leute immer noch nach dem Beweis, dass Hacken möglich ist. Also darum soll es nicht gehen. Das Clubsystem, ganz wichtig, das wird in Verbindung mit Crossplay definitiv kommen, denn irgendwie muss es ja möglich sein. Ich als Konsolärer muss ja den PC-Spieler irgendwie in meine Lobby holen. Auch die Kommunikation und so weiter wird sicherlich über dieses Clubsystem funktionieren, was im Allgemeinen das Clubsystem noch mit sich bringt. Du kannst eine Art Club oder Clan gründen, das kannst du halten wie ein Dachdecker. Du kannst deinen eigenen Club gründen, das hatte ich gerade gesagt. Du kannst auch einem anderen Club beitreten. Du kannst es so einstellen, dass der offen für alle sichtbar ist, dass die Leute einfach joinen können, ohne dass du, dass die eine Erlaubnis dafür brauchen. Du kannst es auf privat stellen, dass nur auf Anfrage oder auf Bewerbung du entweder welche einlädst auf Anfrage, beziehungsweise welche fremde Mitglieder, die Mitglieder werden wollen, dir eine Anfrage stellen und du quasi die Bewerbung annimmst. Du kannst dem Club Beschreibungen hinzufügen, wie ist der Clan aufgestellt, was ist der Sinn des Clans. Du kannst das zum Beispiel so einstellen, dass das ein ausschließlicher Diamond-Clan ist, dass du nur Diamant-Spieler quasi in diesen Club einlädst und ihr quasi unter Gleichgesinnten seid, wenn da 10, 20 Leute drin sind und du machst gerade deinen Kasten an und hast Bock ein bisschen Diamond zu ranken, weil du Bock hast weiter nach oben zu steigen, findest du dort in diesem Club gleich Leute, die online sind, die vielleicht auch gerade Mitspieler suchen. So kannst du so ein bisschen diese Clubs separieren, was eine geile Sache ist. Das sind alles nur winzige Details. Wie es zum Schluss im Endeffekt funktioniert, das wurde noch nicht bestätigt. Das ist schon mal wichtig. Man kann, wenn man einen Clan zum Beispiel gegründet hat, kann man verschiedenen Mitgliedern Ränge zuweisen. Ich gehe mal so ein bisschen davon aus, wie in meinem Livestream, gibt es Mods, die bestimmte Aufgaben erfüllen können, wenn sich einer nicht richtig benimmt. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Chat in diesem internen Clan-System gibt. Du kannst zum Beispiel Mitspieler, auf die du keinen Bock mehr hast, kannst du dann kicken und so weiter. Du kannst den Clan oder dem Club-System Text zuweisen. Ich habe es so rausgehört, dass du zum Beispiel mit diesem Text auch, wie auf YouTube, gibst du in deiner Videobeschreibung Text ein, damit die Leute das Video finden können. Zum Beispiel Apex Legends Season 6 Deutsch. Wenn du das auf YouTube eingibst, kannst du dir relativ sicher sein, dass du irgendein Video von mir findest. Und so könnte es in dem Clubsystem so sein, wenn du zum Beispiel den Tag Apex Camper oder Apex Pusher eingibst, dass du sagst, du suchst lieber
so einen kleinen Club, der Bock hat, schön zu chillen, schön langsam spielen, am liebsten only Caustic schön campen, richtig schön ekelhaft, als kleinen Scherz, sorry, für alle Caustic-Spieler. Oder du bist halt der absolute Pusher, dann suchst du dir vielleicht einen Clan, der wirklich Bock hat, einfach nur reinzugehen. So im Groben soll die ganze Geschichte funktionieren, wie ich sehr interessant finde. Und genau so gehe ich davon aus, dass es dann so sein wird, mit Verbindung zu Crossplay, dass du dann deine PC-Spieler irgendwie, dass du so eine Art Club-Liste hast, wo du deine ganzen Members hast und da kannst du dir deine ganzen PC-Leute, die du vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir aus gehe, PlayStation und Space Cat. Ich spiele auf PlayStation, Space Cat wollen ja viele, dass ich, wenn Crossplay rauskommt, mal mit der Space Cat Show zocke. Dann könnte ich Space Cat zum Beispiel in diesen Club einladen und dann sehe ich, okay, das ist ein PC-Member, den kann ich jetzt in meine Lobby einladen und schwuppdiwupp, starten wir eine Runde und wir sind in einer PC-Lobby. Das grob nur als Beispiel, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das in etwa funktioniert. Sollte es in den nächsten Tagen, Wochen noch mehr Details dazu geben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wen es übrigens interessiert, es gibt einen oder mehrere Respawn-Mitarbeiter. Das könnte ein Grund sein, warum es gerade alles noch so ein bisschen stockend ist und wir nicht mit Content versorgt werden. Abgesehen von dem ganzen Corona-Kram, es ist wohl bekannt geworden, dass wohl einer oder mehrere Leute von Respawn so ein bisschen unter Burnout leiden, extrem Stress. Es ist schon bis Season 12 geplant, bis Season 7 ist schon in der Mache und so weiter. Dass das vielleicht gerade auch unter diesem ganzen Homeoffice-Spaß, was ich mir extrem anstrengend vorstelle, wahrscheinlich so stressig wird, dass das mitunter ein Punkt ist, warum wir so wenig Content kriegen. Das einfach mal als Nebeninformation. Finde ich aber cool, dass Respawn das so auf Twitter öffentlich gemacht hat, dass man einfach mal so ein bisschen weiß, warum könnte es alles gerade so ein bisschen ins Stocken geraten. Das soweit zu meinen Informationen. Du hast Bock, nichts zu verpassen, hast meinen Kanal noch nicht abonniert. Hol das nach, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Damit unterstützt du meinen Kanal enorm. Daumen da lassen, Abo da lassen. Das war's von mir. Ich wünsche euch was, haut rein. Ciao.